Anpfiff bei der Ostdeutschen Meisterschaft im Kanupolo. Richtig zur Sache ging es am Wochenende im Borsighafen am Tegeler See. 28 Mannschaften waren angetreten, um unter sich die Besten zu ermitteln. Die Berliner Teams in diesem rasanten Wassersport traditionell stark. Einer der stärksten war der erst 15-jährige René Kirchhoff. Trotz seines jugendlichen Alters hat sich der Shootingstar vom KSV Havelbrüder bereits ins U21-Nationalteam gespielt. Neben Talent braucht es für eine derart steile Karriere vor allem eins: Vielseitigkeit. Man muss paddeln können, man muss werfen können, man muss generell die Spielübersicht haben und Zielgenauigkeit, alles Mögliche. Und am besten halt immer auf den Ball achten können, konzentriert sein, die Rolle können, Gleichgewicht haben. Ist halt sehr komplex und ein relativ harter Sport. Ein echtes Highlight an diesem ersten Wettkampftag war dann das Spiel der Havelbrüder in den schwarzen Trikots gegen ihre Reviernachbarn vom VMW Berlin. Das Spiel erfüllte die hohen Erwartungen. Nach dreimaliger Führung der Havelbrüder konnte der VMW das Spiel zum zwischenzeitlichen 3:4 drehen. Und vorwärts, Handlitz, verlust! Und jetzt wurde es so richtig spannend. Kurz vor Schluss dann doch noch dieser sehenswerte Treffer zum 4:4 Endstand. Der Trainer war zufrieden und seinem Nachwuchstalent traute er in Zukunft einiges zu. Er ist wahnsinnig schnell, er ist wahnsinnig geschickt mit dem Paddel, sehr durchschlagskräftig und eben unwahrscheinlich schnell mit dem Paddel im Tor oben, sodass er die Bälle eben doch abwehren kann und hat eben einen ganz tollen Zug zum Tor und eben doch einen Weg nach vorne und wird eben stetig besser. Apropos Niveau steigern. Schon im August stehen die deutschen Meisterschaften in Grünau an. Dann mit den besten Kanu-Polo-Teams aus ganz Deutschland.